Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, wir haben letzte Folge hier das Rätsel im Tempel gelöst und die Tür hat sich geöffnet. Und wie versprochen, werden wir jetzt erstmal den Tempel erkunden. Mal schauen, ob es noch weitere Rätsel gibt oder irgendwelche interessanten Funde. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr abgespaced aus. Okay, krass, aber cool, oder? Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Guck mal, da oben fliegen so pinke Steine. Die leuchten auch. Die rundherum sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Lava oder sowas. Interessant, interessant. Dann gucken wir doch mal, was wir hier Hübsches finden. Vielleicht können wir auch irgendwas bedienen, bewegen. Hier ist schon mal wieder so ein alter Wälzer. Ich versuche mal zu übersetzen. Ich finde es wieder ein bisschen schwierig, den Text. Also er hat, oder er schreibt... Ich habe viele schöne Sachen in den komischsten Orten ausgegraben bisher. Doch dieser ist der, ja, merkwürdigste. Ja, irgendwas noch mit dem Murals, weiß ich nicht, was das heißt, aus einem Kindermärchen, platziert neben einem Flow-Generator. Also scheinbar sind wir im Raum von einem Flow-Generator. Mit den anderen Veränderungen, die hier passiert sind. Irgendwie andere Änderungen werden irgendwie dafür sorgen, dass es zu einer großen Explosion kommen wird, bevor irgendjemand sie sehen kann. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass die, ich glaube, Foremen sind es dann die, weiß ich nicht, die da vorher gelebt haben oder irgend so ein Anführer, ne? Also waren böse oder verrückt. Unglücklicherweise weiß ich es besser. Uha, okay. Interesting. Ach, schade, dass das noch nicht übersetzt ist, ne? Und ich finde es so krass. In dem Spiel habe ich immer das Gefühl, dass ich auf einmal gar kein Englisch mehr kann. Eigentlich lese ich irgendwie auch ganze Bücher auf Englisch ohne Probleme. Oder auch neulich habe ich mich wieder viel auf Englisch unterhalten. Das war irgendwie nicht so das Problem. Aber irgendwie hier in dem Spiel komme ich nicht so zurecht mit den Begrifflichkeiten. Aber vielleicht auch, weil es irgendwie nicht so ein fortlaufender Text ist, ne? So, hier können wir was angucken. Etwas scheint an dieser Wand zu fehlen. Ja, da unten, ne? Oder da oben vielleicht auch. Sifu, können wir mit dir reden? Hi, hi. Wie geht's dem Jungen? Ich habe versucht, ihn aufzumuntern, aber er ist sich über seine Gefühle nicht immer im Klaren. Ich glaube, er macht sich Sorgen um Tau. Er wird es nie zugeben, aber ich weiß, dass er das tut. Der Wolkenhund ist sein bester Freund. Tau ist ein zäher Welpe, aber es ist auch hart, nicht zu wissen. Was mit jemandem passiert ist. Ich brauche keine Pause. Nee. Stay safe out there. Ja, weil der Tau ist ja irgendwie hier rein abgehauen und dann ging die Tür zu und seitdem haben wir den Tau nicht mehr gesehen. Ich hoffe und denke aber, dass wir hier irgendwo das finden, was hier hinkommt. Okay, hier sind mehrere von diesen Teilen, wo man was reinmachen kann, ne? Und hier ist auch nochmal eine Tür, mysteriöse Kammer. Können wir da rein? Aber vielleicht können wir die Kammer öffnen, wenn wir quasi alle Dinger besetzt haben, ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich sterbe. Ah! Hilfe, 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 Hilfe. Nein. Ich wollte eigentlich da oben hin. Okay. Ja, gut. So kann man sich auch einmal resetten, ne? Ich guck nochmal, ob es hier irgendwie weitergeht. Da hinten ist ja auch nochmal eine Treppe, ne? Ah, hier geht es halt irgendwie immer runter. Da hinten ist auf jeden Fall eine Truhe. Ist halt auch die Frage, ob wir vielleicht irgendwie nochmal einen besseren Gleiter brauchen. Gibt es überhaupt einen besseren Gleiter? Ich weiß es nicht. Bei vielen Gegenständen gibt es ja, ne? Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wer Craft. Also, wir. Wie heißt es denn? Gold, Steinziegel und eine uralte Schatztruhe. Schön. Bei den anderen Fähigkeiten, die nutzen wir ja auch immer, wollte ich sagen. Okay, da kann ich scheinbar nicht hochklettern. Den Gleiter benutzen wir ja so an sich nicht für irgendwas. Also können wir den wahrscheinlich nicht upgraden, ne? Kommen wir hier hoch? Auch nicht. Jetzt bin ich hier rübergekommen, aber ich komme da nicht hoch. Das ist ja ein Ding. Und hier vielleicht? Nee. Sonst kann man irgendwie gefühlt immer überall hochklettern, aber hier nicht, oder was? Das gibt's ja nicht. Aber ich möchte gerne die Treppe hoch. Hey.
Schade. Und hier? Da kann ich hoch. Ja. Vielleicht komme ich so an mein Ziel. Mal gucken. Nee, da geht's nicht weiter. Vielleicht hier drüben, aber gleich stürze ich auch schon wieder ab. Nope. Okay. Schade. Naja, dann probieren wir es vielleicht nochmal an anderer Stelle. Weil ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier nochmal rüberkomme. Doch, schick, ne? Nee, okay. Schick nicht. Never mind. Okay, dann müssen wir wenigstens den Weg nicht zurücklaufen. Ach ja. Was, hier gibt es aber auch viele irgendwie Stellen zum Entdecken, ne? Es gibt ja diesen äußeren Ring, den inneren Ring. Ich glaube, hier war ich eben schon mal, ne? Oder? Hier ist noch eine Tür. Ich war doch eben bei der anderen Tür. Oh, hier ging es tatsächlich rein. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Schön, dass die zwei mir übrigens immer folgen. Leichte Fackel. Geht das jetzt gerade nicht, weil mein Inventar voll ist? Oha. Hier ist auch noch was. Leichte Kohlenpfanne. Okay. Noch checke ich es nicht, was man hier machen soll, aber... Ist jetzt die Frage, ne? Liegt es an meinem vollen Inventar? Vielleicht sollte ich einfach mal was ablegen, was ich... Oh, ich bin auch schon übervoll durch die Schatztruhe. Upsi. Ja, kommt, ich schmeiß mal was raus. Was ist das denn hier? Questgegenstand. Den sollte ich vielleicht nicht wegwerfen. Ach, ist das blöd. Wieso habe ich denn so viele Sachen? Da weiß man jetzt gar nicht, was ich entsorgen kann. Ich mache, glaube ich, den Feuerstein weg. Moment, erstmal das Gold safen. Den Pilz brauche ich. Ah, nein, 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 nein. Moment, den kann ich essen. Ich habe nämlich eh viel zu wenig Fokuspunkte. Hat jetzt nicht viel gebracht, aber egal. So, kann ich jetzt das bedienen? Aber ich habe halt immer noch keinen Platz frei, ne? Ja, und ich sehe schon, wenn ich jetzt hier was frei mache, wird es wahrscheinlich trotzdem nichts bringen, oder? Kann ich denn irgendwie... Kann ich das auch essen? Nee. Was kostet das? 13 Gold, komm, machen wir mal weg. Gucken mal. Nee, kann ich trotzdem nicht bedienen. Schade, schade. Aber kann ich damit irgendwie interagieren? Ah, ich habe nicht so viele Pfeile, ne? Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr hier die Rätsel schneller gelöst habt als ich. Guck mal, das ist übrigens hier... Ein Wandgemälde, das zwei lebenslange Freunde zeigt, die sich zum ersten Mal treffen. Ach, guck mal, das ist doch bestimmt Tau und, ach, wie heißt sie denn? Wie heißt sie denn? Die Freundin von Gina? Also dieser Roboterfreund von Gina? Hekla? Hekla, glaube ich, ne? Ja, ich gucke mich jetzt erst noch mal weiter um. Vielleicht hilft mir das. Ich probiere jetzt auch hier noch mal reinzukommen. Aber die ist zu. Nee, da geht's wirklich nicht rein. Okay. Da hinten ist auch noch mal so ein ganz großes Ding. Oh, ich habe eine neue Aufgabe. Investigate the mysterious room. Aber meinen die jetzt hier den? Oder meinen die den, wo ich eben drinne war? Ich habe nicht aufgepasst. Kann sein, dass eben nämlich noch da stand, dass, dass ich hier das untersuchen soll, ne? Hier komme ich, glaube ich, nirgendwo weiter. Da liegt was, ne? Seht ihr das? Da ist irgendwie auch noch mal eine Kiste oder irgendwas. Aber war ich da nicht schon? Ich probiere mal, ob ich rüberkomme. Ah, so natürlich nicht. Oh no. Fail, 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 fail. Okay, dann probiere ich es jetzt noch einmal. Jetzt weiß ich natürlich nicht wieder, wo es... Ich glaube, es war der äußere Ring, ne? Dann sammle ich das kurz ein. Dann gehe ich nochmal in diese komische Kammer und versuche da irgendwie was zu tun. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Übrigens, falls ihr euch fragt oder nicht wundern, guck
guck mal, noch eine Schatzkiste. Immerhin 5 Gold, 5 4 Verlangsamungspfeile und eine Truhe. Genau, mein Inventar ist voll. Ich war eben nämlich nochmal auf Farming-Tour und bin im Mining, also Bergbau und Holzfällen eine Stufe aufgestiegen, was ganz cool ist, weil ich habe gemerkt, ich brauche ganz, ganz dringend eine neue Spitzhacke. Denn Eisen abbauen mit dieser grottigen Anfangsspitzhacke dauert halt einfach ewig. Ah, guck mal hier. Eine Geschichte wie ein Labyrinth. Jetzt versteckt. Wartet darauf, ins Licht gebracht zu werden. Stand da noch mehr? In das Licht der Flamme gebracht zu werden. Okay, also ich brauche definitiv eine Flamme. Aber hier steht ja auch leichte Fackel, aber ich kann halt keine nehmen. Das ist halt irritierend. Und hier ist dann... Ich müsste wahrscheinlich einfach diese Fackel darüber bringen. Aber geht nicht. Und warum ist... Ach, wartet mal, habe ich die jetzt im Inventar? Nee, ich habe... Ach, ich habe eine Schatztruhe eben aufgehoben. Wollte gerade sagen, ob ich nochmal was wegschmeiße. Aber eigentlich müsste ich das auch so nehmen können, ne? Da gibt es dann hier irgendwie noch eine andere Fackel. Aber ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass da die Fackel hinmachen muss. Also, oder halt mit der Fackel hier wahrscheinlich das irgendwie beleuchten muss. Aber ich kann die nicht nehmen. Warum auch immer. Mal kurz mal mit dem Hassian sprechen. Das muss der Phönix sein. Was hat es mit der Plakette auf sich? Wortspiele sind nicht meine Stärke. Meine Mutter starrt seit Jahren konzentriert auf diese Schnitzerei. Sie wird es möglicherweise wissen. Good. Na, guck mal, dann können wir doch die Sifu nochmal fragen. Du magst also Labyrinthe? Ihr Blick, ey. Ich liebe die Blicke manchmal. Ich habe gehört, wie du etwas über sie gemurmelt hast, als ich den Text auf der Plakette da drüben gelesen habe. Ganz genau, du auch? Oh, das ist überhaupt nichts für mich. So gar nicht. Einmal war ich 10 Tage lang in einem Labyrinth, weil ich nicht rausgefunden habe. Ich hatte Glück, dass es aus Mais bestand. Da hatte ich genug zu essen. Oh. Okay, und sie hat genug umzugehauen, um einen Weg rauszukriegen. Ich denke, dass Kitsu da irgendwie was eingraviert hat oder so. Ah, Mural heißt Mauer oder Wand oder Wandgemälde. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Und da ist eben was eingraviert wie ein kleiner Plumhound. Auch lustig, ich habe mal meine Übersetzung quasi gefragt. Und ja, die kennt Plumhound nicht. Auch gut, ne? Aber Hound ist irgendwie halt mit Jagen oder Jagdhund und sowas. Und der ist on fire. Okay, ich dachte immer, sie wären ein Mysterium für menschliche, von menschlichen Zeiten. Ich habe Hassian früher auch eine gute Nachtgeschichte über sie erzählt. Wie gingen die doch gleich? Ich werde mich bestimmt gleich erinnern. Wie dem auch sei, nenn mich verrückt, aber zwischen dem, was ich gehört habe, was du gemurmelt hast, und diesen Mauern, ich denke, wir müssen etwas in Flammen setzen. Nimm diese Fackel. Ich gehe niemals auf Abenteuer ohne sie. Oh, wir hätten einfach gleich mit der Sifu reden müssen, um an die Fackel zu kommen. Ja, gut zu wissen, ne? Jetzt können wir die hier wahrscheinlich in Brand setzen. Wo ist denn die Fackel? Oder habe ich die jetzt nicht gekriegt, weil mein Inventar voll ist? Nein, 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 nein. Kommt, ich mach die weg. Ich brauche gerade keine. Moment, ich kann ja mal gucken, ob irgendjemand eine braucht. Vielleicht hat ja jemand hier gerade das als Anfrage. Oh, nicht selber stellen. Ich wollte eine beantworten. Wäre ja schade, wenn ich es einfach so weghaue, ne? Aber will niemand? Dann sorry, weg damit. Oder wie viel Geld gibt's? 60? Okay, nee, dann mache ich lieber die Schnecken weg. Was geben die? 70 insgesamt? Ja, also deutlich weniger. Und der Grashüpfer? 120. Okay, never mind. Weg mit den Schnecks. Aber habe ich jetzt die Fackel bekommen? Ah, guck mal. Kann ich noch eine Fackel haben? Sehr gut. Geht das jetzt schon so? Nee. Also irgendwie? Ich check's noch nicht so ganz. Hier habe ich auch keine Fackel.
Mein Inventar ist wieder voll, also ich müsste irgendwo eine haben. Da. Okay. Die 7. Und jetzt? Hallo? Ich würde gern die 7 in die Hand nehmen. Ja, also so rein theoretisch checke ich, wie es funktionieren soll, aber so rein praktisch funktioniert es halt einfach nicht. Muss ich noch was loswerden? Oh Mann. Mann, 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 Mann. Oh, ich will auch nicht alles hier wegschmeißen. Ja, die Biene muss jetzt nochmal gehen. Aber ich sehe noch nicht, dass es jetzt funktioniert. Doch. Oh. Es lag einfach am vollen Inventar. Wie ärgerlich. Aber gut. Uhuhu. Ja, da ist jetzt wohl das Labyrinth, ne? Ja, coolio. I like. Ist mal was ganz anderes hier, ne? Da kann ich wahrscheinlich außen, kann ich nicht, oder kann ich langlaufen? Sieht sehr heiß unten drunter aus. Okay, hier haben wir nochmal so eine Notiz. Also, er schreibt, fügt die Westkanäle hinzu, entfernt die Westkanäle, macht aus ein Labyrinth aus den Westkanälen. Es scheint so, als gäbe es jeden Tag neue Anordnungen. Merken Sie nicht, dass die östlichen Kanäle nicht die mögliche Menge, die nötige Menge an Flow bringen, an Strömung bringen, zum vom Aquädukt, um den Generator bei Balance zu halten. Jetzt bauen sie Statuen bedeckt mit Rätseln. Ich denke, ich muss eine Diskussion mit dem Foreman haben, bevor ich heute nach Hause gehe. Okay, es ist einfach der Vorarbeiter oder Meister, Bauführer. Sowas in der Art. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Interesting. Vielleicht ist das dann auch alles kollabiert, ne? Ich weiß, ich bin hier nicht richtig, aber ich wollte gucken, ob es noch irgendwas zu entdecken gibt vielleicht. Wollte nichts quasi übersehen, was man auch vielleicht noch einsammeln kann. Wie diese wunderschöne Truhe. 5 gegrillter Fisch, den werde ich direkt essen. Mein Inventar ist nämlich voll und ich habe wenig Fokuspunkte. Also rein damit. Yam, 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 yam. Wunderbar. So, jetzt habe ich vor lauter Suchen und Laufen ein bisschen doch die Orientierung verloren. Aber hier geht's weiter. So, da kam ich her. Hier ist wieder was mit einer Fackel. Jawohl, ich habe wieder eine. Und dann geht's wahrscheinlich hier hinten weiter, ne? Oder auch nicht. Okay, also ich habe auf jeden Fall wieder eine Fackel. Oder, ich muss wahrscheinlich da hoch. Aha. Jetzt wird hier geklettert, ich sehe schon. Okay, da kann ich aber, glaube ich, nur rüber. Da muss ich hin. Okay, kann ich hier hoch? Nee. Dann muss ich hier hinten dran springen. Oh. Upsi, würde ich sagen. So war das nicht gedacht, aber gut. Ach, sage mal, jetzt läuft es aber hier nicht mehr, ne? Dass wenn man sich beeilen will... Hallo? Guck, guck. Jetzt bockt das auch noch so ein bisschen. Okay, jetzt nochmal in Ruhe und mit, wie sagt man, Gefühl und Geduld. Okay, 1, 2. Jetzt. Na, geht doch. Oh nein, guckt mal. Der Robo wurde von einem Stier getroffen. Ein Wandgemälde, das eine Tragödie darstellt, die die Dinge für immer verändern sollte. Oh, oh. Okay, hier kommt noch mal ein Labyrinth. Ha, Truhe entdeckt. Dankeschön. Edler Pfeil. Ich glaube, ich habe noch keine edlen Pfeile, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich die schon benutzen kann, ist die nächste Frage. Okay. Da ist doch auch noch mal was. Hauen wir den mal um. Wie, kann ich nicht looten? Okay, alter Wälzer. Naja. Experiment 237. Ich habe mich oft gefragt oder gewundert über den Flammenflow, der durch den Generator fließt. Ich habe ihn oft besucht, studiert und
Trotzdem habe ich noch keine Idee, wie er funktioniert. Heute habe ich einen Versuch gewagt, den, ja, den nur normalen Flow zu kombinieren, die normale Strömung mit purem Feuer. Ja, ich würde sagen, es hat gebrannt. Es hat eine ähnliche Substanz, es kam eine ähnliche Substanz bei raus, wie die, die ich in dem Generator sehe. Unglücklicherweise war da nur eine kurze Zeit, bevor es explodiert ist, mit einer mächtigen Kraft. Ich muss demnächst mehr vorsichtiger sein. Der Vorarbeiter war nicht glücklich darüber, mich in angesenkter Uniform zu sehen. Okay, da war also jemand am Experimentieren mit dem Flow und hat ihn mit Feuer kombiniert. Der hier die Experimente macht, erinnert mich so ein bisschen an die Gina, ne? Die probiert ja auch gerne alles irgendwie aus und guckt und so. Gibt's hier noch was zu sehen? Da kann man hoch. Ich hoffe, ich habe halt nichts übersehen. Das wäre halt immer schade, ne? Man will ja irgendwie überall gewesen sein. Aber ich glaube, mein Weg führt mich jetzt auf jeden Fall hoch. Nee, da komme ich gar noch nicht dran, oder? Nee, da komme ich noch nicht dran. Okay. Krass, wie viel Zeit wir diesmal hier drinnen verbringen, ne? Sonst, also wir waren ja jetzt schon öfters mal in irgendwelchen Tempeln, die zum Untersuchen. Guck mal, da ist so ein krasser Ring. Aber so viel Zeit haben wir, glaube ich, noch nie in so einem Tempel verbracht wie diesmal. Spannend. Ah, okay, hier muss ich hin wieder mit einer Fackel. Was haben wir hier? Ein Wandbild, das eine starke Hoffnung auf eine andere Zukunft darstellt. Okay, geht's dem wieder ganz gut, ne? Ist nur die Frage, wo ich meine Fackel herbekomme. Ich habe nämlich keine gesehen. Ah, hätte ich vielleicht da hochgemusst. Da oben geht's nämlich auch irgendwie lang. Ich guck mal, ob ich da vielleicht hochkomme. Und ansonsten habe ich halt einfach, also wenn ich da hochkomme, hätte ich halt auch einfach bessere Aussicht, ne? Und? Nee, schaffe ich nicht. Okay, schade, schade. Dann, da muss ich hin. Okay, entdeckt. Hehe. Zack. Och, mein Inventar ist schon wieder voll. Ah, das werde ich auch nicht nochmal machen. Dass ich hier mit vollem Inventar losdüse auf so eine Mission. Ich dachte, das wäre überhaupt kein Problem. Ja, okay, weg damit. Aber konnte ja keiner ahnen, dass ich hier so viele Truhen noch finde und als Sachen aufheben muss. Naja. Man lernt aus seinen Fehlern, ne? So, jetzt einmal nochmal hoch. Mal gucken, wo wir dann hinkommen. Ob wir hier bald durch sind mit dem Tempel. Oder ob es noch ein, also ob es jetzt alles weitergeht mit den Labyrinthen und der Story. Okay, hier geht es auf jeden Fall auch rund, würde ich sagen. Hier ist alles voll mit dieser Lava. Also Flow eigentlich, ja, ne? Hier ist wieder eine Kiste. Ich nehme sie mit, auch wenn ich mal wieder keinen Platz in meinem Inventar habe. Ich sehe schon, wenn wir noch eine Fackel machen müssen, dann muss ich wieder hier irgendwas, ja, wegtun, ne? Ob wir dann quasi gerade auf dem Weg sind, ins Innere vom Generator vielleicht? Weil hier ist ja irgendwie dieser Flow so, also hieß ja irgendwie, ne, dass der quasi mit Feuer kombiniert ist. Oh, das war knapp, würde ich sagen. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Ist nur gerade die Frage. Ach, ich muss von hier darüber. Ich war eben eh falsch, ne? Oder? Oder war ich hier schon? Nee, ich war hier schon. Muss noch eins weiter rüber. Hier muss ich dann darüber. Okay. Ich guck mal, ob ich hier genau schon mal so ein bisschen mittig komme. Weil das Klettern gerade seitlich dauert ja auch, ne? Ich weiß nicht, vielleicht kann man hier auch springen, aber ich traue mich gerade nicht. Ich könnte es hier mal probieren. Ja, okay, das geht auch. Gut zu wissen.
Nein, okay. And again. Da kam man leider nicht lang. Also da war so ein kleiner Spalt zwischen Wand und ja, dem, wo ich war, ne? Dann muss ich tatsächlich bis auf den Poller schon springen. Bin mal gespannt. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Drückt mir die Daumen, dass es diesmal klappt. Nein! Oh no. Schreibt mir gern mal in die Kommentare, wie viel Versuche oder Anlaufe ihr an der Stelle gebraucht habt. Ob ihr es gleich beim ersten Mal geschafft habt oder nicht. Bin eh immer so ein bisschen ungeschickt bei diesen Sprung- und Klettersachen. Aber ich muss sagen, mir macht das auch, trotzdem macht es mir einfach auch Spaß. Finde ich immer mal ganz cool. Und ist ja auch mal eine nette Abwechslung, ne? So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Drückt mir die Däumchen. Bin ich am Rennen? Nee. Okay. Oh nein! Aber wie soll ich denn sonst darüber kommen? Es muss doch so gehen, oder? Ich gucke mich gleich nochmal um. Vielleicht bin ich einfach nur, weiß ich nicht, ungeschickt hier. Komm schon. Jetzt stürze ich hier schon ab, oder was? Nee. Weil da kam ich doch eben gar nicht hoch. Aber von dem Poller ist dann auch noch weit, ne? Oder kann ich direkt rüberfliegen? Aber ich denke, ich komme nicht direkt bis da hinten hin. Also ich probiere es jetzt noch einmal. Nee, keine Chance. Ich komme da so nicht rüber. Ich probiere mal mein Glück und schneide mal raus, bis ich das hier geschafft habe. Das kann man sich ja nicht angucken. Ich sehe schon, dann funktioniert es jetzt gleich. Ha! Geschafft. Okay. Kurz den Gleiter nehmen, aber nicht die ganze Zeit. Dann hat es hingehauen. Mal gucken, ob ich jetzt hier aber auch noch bis darüber komme. Das wird jetzt auch, glaube ich, nochmal sportlich. Aber doch, das hat geklappt. Wunderbar. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht irgendwie gleich, dass ich eine Fackel mit hätte nehmen müssen und ich habe sie irgendwo übersehen. Dann weine ich, glaube ich. Okay, aber hier gibt es die Fackel und oben ist dann wahrscheinlich die nächste Tür. Und ich muss wie immer irgendwas wegschmeißen. Yay! Ja, ich mache jetzt mal die Frackteile weg. Die bringen nur 2 Geld. Auch wenn ich die eigentlich immer gerne habe, weil die ja immer mal bei Freundes... Also, die Freunde manchmal gerne als Geschenke haben. Bisschen schade, aber so ist es. Moment, ich mag mir erst das Wandgemälde anschauen. Ein Wandgemälde, das 2 lebenslange Freunde zeigt, die wieder vereint sind. Ach, wie schön. Vielleicht finden wir dann gleich den Tau. Vielleicht ist der quasi auf der Suche nach seinem Freund, ne? Die Wiederbelebung der Kizo. Das ist vielleicht meine bisher beste Arbeit. So eine einfache Geschichte und doch ist es immer noch bewegend zu sehen, wie sie vor ihnen zum Leben erweckt wird. Ich vermisse die einfacheren Zeiten, als die Kitsu vor dem Haus meiner Kindheit spielten und die Blumensträucher meiner Mutter versenkten. Sie behauptete, sie hasste sie, tat aber nie wirklich etwas, um sie loszuwerden. Schon damals konnte ich sagen, dass es sich um einen Akt handelte. Ihre Augen leuchteten jedes Mal mit hoffnungsvollem Feuer auf, wenn sie einen sah. Es scheint, dass es heutzutage immer weniger Kitsu gibt. Andererseits ist das einer der Gründe, warum wir das tun, um ihnen eine Chance auf eine bessere Zukunft zu geben. Eine, an der wir vielleicht nicht teilhaben. Ein Kitsu zu sehen, erinnert mich auch heute noch an meine Mutter. Ich hoffe, dass ich durch die Bewahrung dieses Vermächtnisses auch ein kleines Stück von ihr bewahren kann. Okay, also sind das die Roboter, die da wiederbelebt wurden, weil also das Ding, was aussieht wie Hekla, das war ja verletzt und lebt wieder. Okay, aber irgendwie, warum ist es noch nicht an? Muss ich noch was tun? Ja, den habe ich schon gelesen, ne? Och nein, was muss ich jetzt noch tun? Weil diesmal ging es jetzt nicht an, ne? Da oben ist auch dieses Feuerauge wieder. Sifu. Ach, guck mal, die warten hier unten auf mich. Okay, dann düse ich einmal schnell. Oder ich versuche, schnell zurückzudüsen. Ich kann ja meinen Leiter immerhin benutzen, ne? Ein bisschen hier voranzukommen. Mal schauen, wo ich die
2 gleich finden werde. Uiuiuiuiuiui. Ach, guck mal, man hätte jetzt vielleicht auch einfach durch dieses Auge fliegen können, ne? Ach, schaut mal, das ging jetzt doch schneller als erwartet. Hastian, ich habe da ganz viele Kammern geöffnet. Du scheinst etwas erreicht zu haben. Ich habe hinten im Hauptraum ein Geräusch gehört. Hastian, es tut mir leid, aber ich habe Tau nicht gefunden. Kein Problem, ich bin mir sicher, er wartet bei der finalen Herausforderung. Okay. Trefft Hastian in der Nähe der letzten Kammer. Machen wir das jetzt noch? Oder muss ich ja nochmal? Wollen die mich jetzt vereinbaren? Ich muss alles wieder zurücklaufen. Hä? Will er mich jetzt vereinbaren? Wo ist denn jetzt der Hastian? Ich dachte in der Nähe der letzten Kammer. Jetzt bin ich hier alles hingelaufen und der ist nicht da. Will der mich jetzt verkackeiern? Wo ist er denn? Oh nö, aber ich bin doch bei der letzten Kammer. Oder bin ich falsch? Oh, jetzt weiß ich nicht so richtig, was ich mache. Oh nein. Ja, wo ist denn? Weil der Hastian wird mir auch hier gar nicht angezeigt, ne? Aber ich habe ihn auch nirgendwo gesehen auf dem Weg hierher. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich beende jetzt dann doch hier mal die Folge. Und mache mich nochmal schlau, wo hier der Hastian sein soll. Oder ob ich hier noch irgendwas falsch gemacht habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Gern Däumchen und Abo dalassen. Und bis dahin, ich sage ciao, ciao, eure Auriako.